Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Tutorials. Ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mir diese wunderschöne Frau und packe sie mir vor diesen Hintergrund, weil mir dieser Hintergrund nicht gefällt. Dazu muss ich natürlich der Frau komplett ausschneiden und auch die Haare irgendwie mit ausschneiden, sonst sieht sie natürlich nicht besonders hübsch aus vor ihrem neuen Hintergrund. Dazu mache ich das jetzt folgendermaßen. Ich schneide mir erstmal Frau mit ihren Haaren, mit dem Lasso-Werkzeug, markiere ich mir erstmal einen Bereich, der komplett mit Haare und allem drum und dran da drüben soll. Diese kopiere ich mir und füge sie mir wieder ein. Das Gesamtporträt kann dann weg. Man sieht dann schon, dass ich dann vom Hintergrund bin. Allerdings ist natürlich das ganze Schwarze hier noch drin, was wirklich total hässlich ist. Diese Ebene kopiere ich mir jetzt noch einmal, dupliziere die und stelle die untere Ebene auf negativ multiplizieren und füge der negativ multiplizierten Ebene eine Tonwertkorrektur hinzu, die sich nur auf diese Ebene auswirkt, nicht auf den Hintergrund, also nur auf die darunterliegenden. Und wähle mir hier dieses Dunkle aus. Was super funktioniert, stelle ich gerade fest. Funktioniert das nicht? Hallo? Er möchte es nicht anpassen. Warum nicht? Warum nicht? Achso, weil die noch eingeblendet ist. Das macht Sinn. Man sollte die natürlich, die oberliegende Ebene auch ausblenden, weil sonst sie überlappt. Ist natürlich Quatsch. Also, diese Farbe habe ich mir jetzt markiert in dieser, zu dieser Ebene. Das bedeutet, die Frau sieht natürlich jetzt sehr hell aus. Das ist aber relativ egal. Jetzt habe ich für diese Ebene eine Tonwertkorrektur. Und in der oberliegenden Ebene möchte ich das Dunkle jetzt verschwinden lassen. Da ich diese Ebene auf negativ multiplizieren habe, erstelle ich mir hier jetzt eine Schnittmaske, beispielsweise einfach nur eine Ebenenmaske, und male mit schwarzer Farbe, relativ wichtig, weil wir negativ multiplizieren, mit einem, sagen wir mal, recht weichen Pinsel, kann ruhig ein bisschen größer sein, kann ich mir jetzt hier, man sieht's, das Dunkle wegradieren, aber die Haare bleiben, weil das von dem anderen noch negativ multipliziert wird. Die Haare werden natürlich heller, aber das können wir gleich ein bisschen ändern. Ein relativ einfacher Trick, Gott sei Dank. Außer man failt ihn zweimal, weil man einen Schritt zwischendurch vergessen hat. Da muss man jetzt natürlich so ein klein bisschen sorgfältig sein und nicht zu viel ins Gesicht reinmalen, sonst wird das Gesicht zu hell. Jetzt hier einmal, ich mach mal im Gesicht, Nidlin hat sie eine helle Stirn, das wollen wir natürlich nicht. So, hier an der Schulterpartie muss ich jetzt ein bisschen kleiner vom Pinsel werden, sonst ist das zu viel des Guten. Schöner Nebeneffekt bei dem Porträt ist jetzt, dass sie gleichzeitig so aus, das so aussieht, als ob sie im Hintergrund weiß zurückmalen. So. Da hat sie noch ein paar kleine Flecken drin. So. Ein bisschen, nicht viel, alles nicht so, alles nur kleine Feinheiten. Aber jetzt sieht man schon, jetzt bin ich mit den Haaren schon vor einen komplett anderen Hintergrund gewandert, was natürlich immer sehr gut ist. Das Bild ist natürlich jetzt viel zu hell geworden. Das bedeutet, ich kann aber der kompletten Ebene hier auch noch eine Tonwertkorrektur geben und sagen, bitte macht das ein bisschen
dunkler, die mir den Schwarzwert ein bisschen, sagen wir mal, so. Und Tonwertkorrektur soll, ups, nein, kein Ebenenstil, sondern die Tonwertkorrektur von der Ebene soll sich auch nur auf die darunterliegende Ebene auswirken, nicht auf diese hier quasi. Und hier noch ein bisschen nachradieren auf der Geschichte hier. Tonwertkorrektur von der Tonwertkorrektur, das ist auch nicht schlecht. Zu. Weg. Tonwertkorrektur. Ebenen darunter. Genau. So wollte ich das haben. So, so. Und hier Schwarze dürfen wir natürlich nicht wegnehmen bei der negativen Multiplizierung, aber wir können mit den Weißwerten so ein bisschen spielen. So, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist das noch ein bisschen zu grell, wie ich finde. Mal gucken, dass wir dieser Ebene noch eine Farbbalance verpassen. Zwar, nee, die Frau wollen wir natürlich nicht Farbbalancen, sondern wir wollen dem Hintergrund eine Farbbalance geben. Damit die Farbbalance natürlich wegnehmen, dem Hintergrund eine Farbbalance geben und hauen hier einfach mal etwas, ja, was wollen wir da machen? Etwas gelblichen Ton, grünlichen Ton. So. Ja, genau. Das ist gar nicht mehr schlecht. So, um den letzten Schliff zu verpassen, können wir jetzt den Ebenenstil der Hintergrundebene noch ändern und sagen, wir machen mal einen Schatten nach innen, der ja, das ist eigentlich ist schön. Schatten nach innen. Nee, ist natürlich ganz das Richtige. Da machen wir jetzt einfach mal ein Abwedelungsverfahren. Dazu nehme ich mein Nachbelichterwerkzeug. Nachbelichter. So, ja, natürlich, bitte raster das. Auch gar nicht gerastert. Sage jetzt mal, Nachbelichter gibt dem mal eine richtig, recht große Form. Sage. Mach mal eine 40%ige Härte, weiches Objekt und füge einfach mal ein paar dunkle Ecken hinzu, nur vom Hintergrund. Schon hat das doch alles eine etwas andere Substanz. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus.
So, und so habe ich ein Porträt von, kannst du nochmal zeigen, wenn ich es finde. Von. Von. Von, ich mal ganz oben, von diesem Bild zu diesem Bild geändert. Ich finde, das ist mir relativ gut gelungen, den Hintergrund zu ändern und die Haare soweit alle mitzunehmen. Das ist schon gar nicht mal schlecht geworden.